Moin Leute, das hinter mir ist die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg und wir gehen da heute rein und bauen ein Tesla Model Y. So, weiß man jetzt schon, welchen wirtschaftlichen Schaden ich Tesla gemacht habe, indem ich das immer ein paar Sekunden aufhalte hier? So, wer natürlich in der Gigafactory arbeiten will, der braucht natürlich die richtigen Klamotten. Das heißt, Arbeitshose haben wir schon. Wir haben die Sicherheitsschuhe und natürlich T-Shirt und Pullover. Ich weiß nicht, wie kühl es darin werden wird, aber wir sind gut ausgestattet und natürlich auch mit Helm. Und jetzt steht neben mir Alberto, er ist Teamlead. Was machen wir, Alberto? Sag mir. So, wir sind jetzt gerade auf Final 2. Das ist die vorletzte Linie von der Gigafactory. Hier kann man schon sehen, dass das Auto fast fertig ist. Das ist die zweite finale Linie. Seit wann bist du hier? Seit 2020. Ah, schon 3 Jahre? Ja, fast 3 Jahre. Also ja, ziemlich am Anfang da angefangen, ja, oder? Und dann machst du jetzt seit 1,5 Jahren machst du Teamlead hier in, genau, der Station. Ja, und das, okay, macht wirklich Spaß. Ja? Ja. Also es ist geil, wenn man die ganzen Autos hier immer, genau, langfahren sieht. Genau. Warum steht das Band jetzt gerade? Jetzt sind wir in einem Blocktime. Es heißt, dass die andere Linie Probleme haben. Oh, jetzt geht's wieder und los. Jetzt geht wieder los. Ja. Wir gucken uns erstmal an, was hier gemacht wird und dann hinterher probiere ich das aus. Ich habe jetzt schon Handschuhe bekommen, mit denen kann ich das dann gleich machen. Die sind auch, ja, für die Sicherheit hauptsächlich da. Und hier kommt die Kamera, die B-Pillar, kommt hier dran. Genau. Das heißt, das ist ein so ein Modul und das wird reingesteckt. Genau. Hat hier zwei Stecker für die Kamera und der andere für die Antenne. Weil hier kommt auch eine integrierte Antenne. Ist ganz wichtig, weil solche Teile, die sind sicherheitsrelevant, die wurden gescannt. Das heißt, jedes Auto hat eine bestimmte Kamera. Okay. Jede Kamera hat einen QR-Code und man kann wissen, welche Kamera in welches Auto eingebaut ist. Okay. Alles auch wegen dann Sicherheit. Weiß man auch, falls irgendwo ein Fehler ist, genau, welche Charge, genau, das quasi ist. Und okay, alles bleibt dokumentiert. Ja. Eine Sache, ihr seht hier die Box stehen. Wir haben eben schon die Musik hier einmal runterdrehen müssen. So ein bisschen Musik kommt von da drüben noch. Hier herrscht überall Musik, weil irgendwie, ja, Tesla will einfach, dass die Leute hier auch Spaß haben bei der Arbeit. Und es ist, klar, man hört die Geräusche vom Werk, aber es ist auch irgendwie eine coole Stimmung, weil eben da ist Musik und so ein bisschen Partyfeeling kommt hier auf jeden Fall rüber. Der Wagen ist hier natürlich jetzt schon, die Hochzeit war schon. Hier hinter mir findet jetzt die sogenannte Hochzeit statt. Das heißt, von unten kommt der Drivetrain mit der Batterie zusammen und das wird dann zusammengeschoben mit der Karosserie und verschraubt, sodass eben Unterbau und Karosserie dann zum Auto werden. Das ist jetzt, ja, die Kleinigkeiten, aber ne, das sind kleine Sachen, die jetzt noch an das Auto rankommen. Das Große ist alles zusammen. Es geht quasi im Zickzackkurs hier. Das heißt, die Autos, die da sind, die gehen in die Richtung, werden dann hochgehoben, wieder auf die Schiene hier gelegt oder auf die Bahn. Und das geht dann immer weiter nach da hinten, bis man in diesen Tunnel rauskommt, was man, als wir im März letzten Jahres hier waren, als wir unser Model Y Performance bekommen haben, eins der ersten 30, wo wir es abgeholt haben, wo auch Elon Musk stand, den Tunnel gibt es immer noch, das ist immer noch da, wo der Wagen am Ende, wenn er fertig ist, rauskommt. Und das ist eben da hinten und das geht hier runter, dann da runter und ich glaube dann nochmal und dann nochmal und dann sind die Autos fertig. Ja, genau, richtig. Da habe ich schon ein bisschen Überblick, aber hier schon perfekt anfangen, oder? Perfekt, ja. Können wir eigentlich auch nur einfach hinstellen, einfach alles beobachten. Und das ist super spannend. Hier kommt der Frank, das werden wir zusammen machen. Okay. Hier sind die Schrauben. Mhm. Das ist eine Drehmoment-elektrische Schraube. Okay, sowas hatte ich schon mal in der Hand. Wichtig ist, dass die Tool WLAN hat, okay, und Akku. Okay. Wenn die drei Sachen da sind. Wofür braucht er WLAN? Wird das festgehalten, dass ich die reingeschraubt habe? Genau, weil Drehmoment von der Schraube kommt da direkt. Dann kannst Display, du sehen, ja, ob du richtig gemacht hast oder nicht. Okay. Jetzt fangen wir. Ja, ja. Erstmal, ich mache. Ja, mach du einmal. Jetzt laufen auch wieder. Jetzt haben wir ein bisschen Zeitdruck, ah, sonst wir wollen das Band ja nicht aufhalten. Hier. Wir sehen hier die Luscher. Mhm. Wir machen so mittig wie möglich. Zwei,
Das heißt, wenn das richtige Drehmoment oder ne, wenn er richtig angezogen hat, dann hört er einfach auf und. Du siehst hier auch, ob okay oder nicht okay. Okay. Dann gucken wir, ob alles stimmt. Jetzt gehen wir zum nächsten. Genau. Wir machen zu. Okay. Willst du schon probieren? Ich probiere mal. Das ist jetzt hier zwar das schöne Midnight Cherry Red, das ich nicht kaputt machen will. Ich nehme 4 Schrauben, noch eine. Genau. Und dann klackt das einfach rein. Erstmal hier ein bisschen drücken, damit der Loch mit ist. Und jetzt einfach los. Genau. Der Druck halten bis Ende. Da war schon Fehler. Alles gut. Alles gut. Dafür bin ich da. Guck, dann erste Schraube und die geht schon nicht rein. Alles gut. Dann machen wir weiter. Alles gut. Ja, jetzt ist grün. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich glaube, es ist zu früh losgelassen. Ach so, und dann hat er nicht das Drehmoment erreicht. Genau. Okay. Wir haben hier mal Nacharbeit-Tool. Ja. Hier sehen wir, es war Torque okay. Ja. Es war Torque nicht okay. Halten, halten, halten. Okay. Ah, siehst du? Ah, beim zweiten Versuch klappt es. Ja. So, nee, der war jetzt nicht. Alles gut. Es ist nicht einfach. Dann wir bleiben stehen, dann muss ich mit meiner Karte einfach weiterfahren. Weil mit einem Fehler kann man nicht fahren. Dann ist es komplette hier und dann es läuft weiter. Das hat jetzt gerade das Band aufgehalten? Genau. Das heißt, ich bin jetzt schuld, dass ein Tesla nicht alle 45 Sekunden hier rausläuft, sondern ja, aber vielleicht war irgendwo anders schon noch irgendwie was geblockt. Ich fühle mich ja gleich schlecht, dass ich hier alles aufhalte. Nein, nein, alles gut, alles gut. 4 Schrauben. Genau. Die erste. Klack, das ist mittig. Ist das normales Auto-Blink? Ja, weil das ist von letztem Auto. Oh. Aber ich habe durchgedrückt. Also jetzt fange ich langsam an mir zu zweifeln. Ich habe das ja vorher beobachtet. Jemand, der hier schon länger arbeitet, der weiß natürlich, wie es geht. Und da passiert das nicht. Aber ich bin offensichtlich handwerklich nicht so begabt. Es ist nicht so einfach. Man muss wirklich, man wird hier auch gefordert. Aber ich muss weiter. Okay, ich versuche es nochmal. Genau. So, einmal mittig genau. Und jetzt einfach drücken. Ja. Okay, okay. Ist das der letzte Schlag? Der letzte, ja. Genau, drücken. Okay, 2 von 4. Diesmal 3. Ich will alle 4 schaffen. Jetzt gedrückt halten, warten, warten, warten. Auf oh, Blumen. Okay, oh, 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 oh. Oh, hier. Alle 4. Alle wann, 4. Wann kannst du hier anfangen? Ja. Machen wir morgen Vertrag. Ja. Sehr schön. Aber danke auch für dein Anlernen. Also, ja, Teamarbeit. Sehr, das war einfach sehr Teamarbeit. Allgemein hier gibt es ein sehr gutes Arbeitsklima und Atmosphäre. Fühlt sich wohl hier. Ja. Sitzt ihr dann, also gibt es ein oder also wie lange? 8 Stunden am Tag? Und dann, oder wie lange ist deine Schicht? Ja, 8 Stunden. Okay. Und danach auch versuchen wieder zum Beispiel am Wochenende Treffen zu machen. Okay. Weil immer auf der Arbeit, man hat ein bisschen immer diesen Stress. Hast du hier Freunde gefunden? Oder also hast du auch private Freunde jetzt hier unter den Kollegen? Ja, viele nette Leute. Danach treffe ich privat oder wie Unternehmen was. Ja. Cool. Und hier auch. Ist Multikulti. Ja. Dafür steht dann nicht nur Berlin, sondern dann auch die Giga. Das hat sie gleich verehrt. Das ist wunderbar. Zum Beispiel, ich komme selber aus Spanien. Ah, bist du jetzt, warst du vorher schon in Deutschland oder bist du jetzt für Giga hierher? Ich war vor 4 Jahren war ich hier. Habe ich in einem Metallwerkstatt gearbeitet. Ein Jahr und danach hier bei Tesla. Okay. Das heißt, die meiste Zeit warst du jetzt hier. Und in der Zeit hast du Deutsch gelernt? Ja. Krass. 3 Jahre. Ja. Boah, aber echt sehr gut. Aber war nicht einfach. Ja, Leslau, Deutsch ist keine leichte, keine leichte Sprache. Nee. Leider nicht. Okay, bei dir geht's aber, ich merke schon, ich würde, glaube ich, die Zeitlimits niemals erreichen. Schon genug gemacht, ja. Wir sind auch so ein bisschen abgefallen hier im Band. So, jetzt sind wir gut mit der Zeit. Okay. Jetzt kannst du. Okay, also das war jetzt. Also ohne Stress, wir sind jetzt gut drauf. Wie lernt ihr grundsätzlich neue Mitarbeiter an? Müssen die sich beweisen oder habt ihr Trainingsprogramme oder wie läuft sowas? Ja, die müssen auf jeden Fall angelernt werden. Also, okay.
Das heißt, die gehen dann immer mit einem mit und gucken sich das an und... Genau. Genau, was ich jetzt mit dir mache, mache ich mit jedem. Eine war rot. Die eine war rot. Ja. Die immer noch nicht ganz perfekt, aber ja, also man hat hier immer sein Zeitlimit. Ich würde es jetzt aktuell noch nicht einhalten. Deswegen hat Alberto auch gerade noch mal so ein bisschen was am Band hier gemacht, damit wir wieder ein bisschen nach hinten kommen. Hattest du die Schrauben wieder? Ja, die Schrauben sind da. Also wenn ihr dann auch euer eigenes Tesla Model Y aus Grünheide abholt, dann kann es sehr gut sein, dass dieser Mann, Alberto, euren Frank angeschraubt hat. Ja. Wisst ihr auf jeden Fall, wer dahinter steht. Jetzt habt ihr mich eben direkt am Band in der Endmontage gesehen. Aber natürlich gehört zu so einem Model Y noch viel mehr dazu. Und davor sind noch sehr viel mehr Steps, bevor eben die Endmontage stattfinden kann und das Auto quasi vom Band laufen kann. Zum Beispiel der Karosseriebau. Hier stehen wir gerade. Der läuft aber sehr automatisiert ab. Es sind viele Roboter, die schweißen, die Teile zusammennieten. Es sind alles sehr schwere Teile und deswegen kann man hier wenig mit Hand machen. Es ist aber wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, das Ganze hier zu sehen, wie die Roboter wirklich wie ein Orchester zusammenarbeiten. Und das ist einfach, es ist wirklich, ich könnte hier, glaube ich, den ganzen Tag stehen. Also mich fasziniert sowas unfassbar. So, und jetzt machen wir Tibets. Da. Okay. So, wir machen Tibets vorne erstmal zusammen. Ja. Ach so, der hat schon das Seil gegen zusammen. Genau. Wir machen ein bisschen auf. Ja. Wir sehen hier diese Haken. Okay. Muss da drin, in der Mitte. Ja. So. Damit wir unsere Position bekommen können. Dann wir machen zu. Wir drücken so und so. Und das ist alles gepolstert, dass man da nichts zerkratzen kann? Genau. Wir müssen erstmal warten, weil Olivia muss sauber machen. Ach so, okay. Oh. Erst sauber. Genau. Es sieht so nackt aus ohne Logo. Ja. So. Genau. Ist jetzt drin? Ja, kannst du auch so überprüfen, wenn keine Bewegung. Dann ein bisschen zu. Und dann und jetzt mit Daumen. Einfach runter. Ja. So. Genau. Dann Folie ab. Und fertig. Das ein bisschen hoch. Ja. Und raus. Okay, sieht mittig aus. Ja, absolut. Ja, sehr gut. Hier holt man sich dann wieder die Logos ab. Genau. Einmal draufgelegt. Es wird eben über solche Nupsis dann immer zentriert. Geht das da? So. Genau. Jetzt ist fest. Und jetzt? Fest. Drucken. So, ne? Und jetzt ein bisschen. Erstmal Folie ab. Ach, Folie ab. Ja, okay, das ist schwierig mit Handschuhen. Das ist hier. Und jetzt. Schablone raus. Genau, ja, wie hebst du die? So. So und so. Okay. Ich schaffe eins, während du wahrscheinlich zwei schaffst. Ja, alles gut. Geschwindigkeit kommt immer später. Hauptsache die richtige Technik. Ich bin eher für das Grobe, glaube ich, zuständig. Das Schrauben fand ich besser als dieses. Das muss so präzise sein. Dann können wir auch Tibets hinten. Ja, lass einmal gerne hinten. Genau. Machen. Das heißt, hier unten rein. Genau, erstmal da rein. Deswegen nicht mehr hier. Ja, okay, habe ich da nicht richtig. So, so, okay. Da rein. Und jetzt hier oben gegen drücken. Genau, dann siehst du es gerade. Und dann. Fium, fium. Okay. Diesmal habe ich für dich gemacht. Ja, wir sind schon wieder unter Zeitdruck, oder? Na, Zeit ist egal. Achso, und jetzt Folie, ne? Genau, Folie ab. Waren wir das? Funktioniert. Ah, von da. Okay. Von da. Okay. Aber sehr gut. Sieht gut aus. Wie gesagt, kannst du morgen anfangen. Okay, danke. Wieder ein schwarzes Performance hier. Schwarzes Performance. Das heißt jetzt. Okay, oben anhalten, das genau. Halten. Dann da, dann da, dann hier ran. So? So, genau. Und dann drücken mit Daumen. Folie. Folie ab.
Und dann hier ab. Ja. Perfekt. Perfekt. Okay. Cooler Moment, das so einmal gemacht zu haben bei einem Tesla. Wie man sehen kann, man arbeitet hier. Okay, ist Arbeit immer das Gleiche, aber keine arbeitet unter Stress. Oder ist alles gedacht, dass die Leute in Ruhe und entspannt arbeiten können. Ich glaube, wir haben so viel gesprochen. Es war sehr, sehr interessant. Also so eine spannende Geschichte, dass du seit 3 Jahren, also du warst ja wirklich fast so am Anfang mit dabei, oder? Wo das hier alles losging? Als ich kam, haben wir, sag mal, 5 oder 10 Autos am Tag gemacht. Oh, okay. Weil natürlich die Produktion muss steigern. Und ich finde ganz, ganz interessant, immer mit dabei sein in dieser Entwicklung zusammen. Mhm. Und da warst du, also, aber waren da schon so viele Leute hier? Nein. Nein. Das heißt, du hast dann auch mehr Aufgaben gemacht bei 10 Autos. Wir haben weniger Leute gearbeitet, aber waren langsamer, mit vielen Stops. Wir mussten einfach üben, alles optimieren und danach ein bisschen Gas. Habt ihr noch ein Engineering-Team, was dann auch die ganzen Abläufe sich immer anguckt und so weiter und so fort? Genau. Mit denen hast du wahrscheinlich in den Anfangsjahren noch sehr viel zusammengearbeitet, oder? Ja, die kommen hier runter, die fragen dich, wie können wir das besser machen, wie können wir das optimieren oder wir haben das optimiert, wie findest du das, ist für dich jetzt besser, ist für dich jetzt schlimmer, die sind auch permanent dran. Und die sitzen oben in, da waren wir, glaube ich, am Anfang, ne? Also da sitzt Engineering. Genau. Also das ist ja, glaube ich, auch von Elon Musk im Prinzip, ne? Dass möglichst die Ingenieure direkt am Band sitzen, um halt immer wieder anpassen zu können. Also nicht sitzen, aber die sind oft da hier. Ja, okay. Ja, zum Beispiel, ich habe in andere Automobilbranche gearbeitet und ich habe das nie gesehen, dass die Leute von oben so eng mit den Leuten, die das Arbeit machen. Seit Minute 1 immer Leute hier gekommen, wie können wir das machen, was denkst du? Immer die Meinung ist hier wichtig. Cool, super, Alberto, ich danke dir. War eine super Tour. Wir gehen, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Okay. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und danke, vielen dir lieben Dank, war super. Aber das hast du wirklich sehr gut gemacht. Danke dir, danke. So, jetzt sind wir an der nächsten Station. Adam ist jetzt hier mein Ansprechpartner und der wird mir so ein paar Sachen zeigen. Ich frage, was machen wir? Ich würde dir heute einmal die Zierleiste zeigen, was ein ästhetisches Element des Teslas ist, finde ich. Und gleichzeitig auch eine gute Station für neue Mitarbeiter zum Einlernen. Deswegen würde ich dich einmal kurz direkt hinbringen. Genau. So, möchtest du dir die Tasche ummachen oder willst du es erstmal so? Kannst du halten einfach. Ich gebe dir die so. Okay. Ich würde dir das kurz ansatzweise zeigen. Wir haben hier, dass du das kurz siehst, wir haben hier 5 Ansätze. Der Mitarbeiter zuvor steckt den ein ans Quarterglas und wir verschrauben jetzt sozusagen die Zierleiste, dass sie dann auch fest ist. Okay. Ich würde dir das einmal geben. Die hinteren sind schon. Es wird einmal eingesteckt mit einem Pushpin, sodass es dann schon befestigt ist. Und dann werden schon 3 vorgeschraubt und du schraubst jetzt sozusagen dann endgültig fest. Also du machst das Finishing. Kannst dann einmal ansetzen, der ist magnetisch. Okay. Genau. Und dann, wir fangen mal von rechts nach links an. Das heißt, du kannst den einmal ansetzen. Das sind 0,8 Newtonmeter, also du wirst kaum Widerstand merken. Also jetzt, und jetzt reindrehen. Und jetzt einfach reindrehen, genau. Das war's schon. Okay. Und er zeigt mir wieder okay an, wenn alles gut ist. Genau, es ist grün, also ist okay. Alles gut. Okay. Kannst direkt die Zeit probieren. Wie gesagt, sind 5 Stück insgesamt. Und bei 0,8 Newtonmeter merkst du ja, recht simpel und trotz effektiv. Ja, okay. Verstehe. Es ist einfacher als drüben den Frunk festzuschrauben. Ja, tatsächlich schon. Da habe ich. Ist eine recht angenehm. Okay, jetzt hat er jetzt hast du rot. Und hier hast du den Vorteil an der Station, dass du direkt selber dich korrigieren kannst. Also, indem du einmal zurückdrehst. Ja, mach du einmal. Genau, ich glaube, wir sind schon wieder im Zeitdruck hier. Alles gut. So, genau. Und dann weiß er aber auch gleich, dass es dann passt. Genau. Wie gesagt, jetzt. Ich würde den kurz festschrauben, dann können wir den nächsten machen. Haben wir ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Weiß der das durch wie viele Umdrehungen der am Ende macht? Genau, oder? Der wird auf zweierlei Maß geprüft. Einmal die Umdrehungen und die Tiefe auch gleichzeitig. Also der, wie bei den meisten DC-Schraubern, also die technischen Schrauber, hat der immer ein doppeltes Abfragesystem. Okay. So, probieren wir es gleich nochmal. Wie gesagt, wahrscheinlich hast du jetzt durch deinen Rundgang schon ein bisschen mitbekommen. Wir haben 45 Sekunden immer pro Fahrzeug. Ja. Die wir versuchen einzuhalten. Wieder rot. Ja, dann kannst du noch mal rausdrehen. War ich jetzt schon wieder falsch hier? Muss ich mehr drücken? Du siehst, genau,
versuche einfach so lange zu drücken, bis es grün ist, weil wenn er seinen Drehmoment erreicht hat, dann hört er automatisch auf. Also, ah, okay, das ist... Da ist schon, das heißt jetzt hier... Deine Größe ist jetzt ein bisschen... Ja, der fällt hier in der Station auch immer runter, ne? Ja, genau. Ja. Mal so. Genau, der fährt hier runter, weil hier dann auch andere Arbeitsschritte noch stattfinden. Genau, perfekt. So. Jetzt hier vorne? Ah, nee, zwei Stück sind es, genau. Ja. So, dass du immer insgesamt 5 Stück hast. Den letzten noch. Perfekt. Ich bin mir sicher, den nächsten schaffen wir sogar in der Zeit. Hier hinter mir seht ihr das Presswerk und wir sehen gleich, wie die Werkzeuge ausgetauscht werden. Das heißt, hier auf dieser Seite sind die Werkzeuge für ein anderes Bauteil. Jetzt gerade, was ihr gesehen habt, ist die Motorhaube. Das sind zwei Teile, einmal die Oberseite und dann die Unterseite. Die werden hier gepresst und dann werden sie später zusammengeschweißt, sodass man auch mehr Struktur noch in dem Werk, in dem Teil am Ende des Tages hat. Und diese Werkzeuge, die jetzt hier stehen, die produzieren dann was anderes. Was genau, weiß ich nicht. Die Tore fahren dann hoch und dann werden von dieser Seite die Werkzeuge reingeschoben und auf der anderen Seite kommen dann die Werkzeuge eben für die Motorhaube raus. Dazwischen seht ihr immer noch diese kleineren Teile mit den Saugnäpfen, diese Gestänge, sage ich mal. Die fahren auch rein und das sind quasi die Saugarme für die Arme da drin, die die Teile von einer Presse zur nächsten immer transportieren. Das heißt, das geht rein und wird ausgetauscht. Seit wann bist du hier? Ich komme jetzt bald in mein zweiten Jahr. Also ich habe im Mai angefangen, 2022. Ja. Hatte angefangen als normaler Operator und tatsächlich relativ kurz nach meiner Probezeit wurde mir dann angeboten, Teamlead werden zu können. Okay, ja. Und jetzt machst du, bist du Supervisor hier für die Leisten und was? Wir sind hier 5 Stück insgesamt und werden immer wöchentlich, rotieren wir immer ein bisschen. Okay. Ich war auch zuvor an der Doorline Teamlead für ein Jahr. Bin jetzt seit 4 Monaten hier in der Final 1. Wir werden langsam besser in der Zeit. Ja. Sind 45 Sekunden schon rum? Ja, also das erkennst du mal daran, dass es lila aufleuchtet. Dann bleibt das Band automatisch stehen. Oh, ich halte jetzt schon wieder auf den Betrieb. Alles gut. So. Und dann weiß er aber auch sofort, ist fertig und dann läuft es weiter. Genau. Das ist ja, dass das krass, dass das so ineinander spielt. Also. Ja, also es ist auch sehr, der technologische Fortschritt hier ist auch einer der Dinge, die mich hierher gebracht haben, die sehr bewundernswert sind. Also ich glaube, eine so hochmoderne Fabrik wie Tesla es hier ist, gibt es kaum auf der Welt. Also ich selbst komme aus Wolfsburg, okay. Da haben wir auch ein gewisses großes Werk und dadurch hatte ich irgendwie schon immer eine gewisse Faszination. Genau. Es ist halt, man merkt, es ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Die sagen immer, meistens dauert das so eine halbe Stunde und dann ist man da drin. Aber du merkst, jetzt geht es schon flüssiger. Ja. Man weiß ja, wenn man anlegt. Ja. Aber das heißt, du bist dann nach Berlin gezogen für Tesla? Genau. Hast du dich da explizit, also war Tesla für dich ein Arbeitgeber, wo du jetzt einfach hin wolltest, weil du das jetzt modern findest oder was war? Ja, ich habe Wirtschaftsingenieurswesen studiert und hatte dadurch immer eine gewisse Affinität. Und ja, irgendwie kam dann so die Nachricht auf, so Tesla zieht nach Brandenburg, Berlin-Brandenburg. Und dann dachte ich mir, wie oft hat man die Chance, in so einem fortschrittlichen, modernen Konzern wie Tesla so früh schon reinschnuppern zu dürfen. Und ich habe gesagt, ey, ich probiere es mal und schaue am Ende des Tages, was draus wird. Und wie gesagt, bald sind 2 Jahre und ich muss sagen, ich bin echt glücklich hier. Hast du da, also wie ist so das Team? Wie ist da die Zusammenarbeit, Zusammenhalt? Und ich glaube, dass es neben natürlich dem Produkt an sich etwas, was Tesla besonders ausmacht. Also, die
interne Kultur, die hier gepflegt wird. Allein schon dieses per du. Also hier wird nicht gesiezt, sondern immer geduzt. Das pflegt schon so eine gewisse Verbundenheit dann direkt. Perfekt. Du kannst jetzt auch mal eben sehen, du warst jetzt gerade, okay, jetzt ist weg, 4 Sekunden im Rückstand. Vier also, Sekunden, okay, 49 Du hast angefangen, Sekunden. Genau, du hast gerade, beim ersten Versuch waren es, ich glaube, 16 oder 17. Also wir sind schon sehr nah dran, dass es gleich klappen kann. Ja, nee, und wie gesagt, also man merkt hier auch, die Motivation ist eine ganz andere als vielleicht in anderen Branchen und anderen Bereichen. Ja, hört sich jetzt wie eine Floskel an, aber es ist am Ende des Tages wie eine große Familie tatsächlich. Ich meine, du bist auch nach Berlin gezogen, das deswegen, heißt, du kanntest niemanden, oder? Genau, und das ist eine Sache, die halt sehr gut hier geklappt hat. Ich kannte also wirklich niemanden und habe mittlerweile so viele tolle Freunde hier kennengelernt, wo ich sagen würde, das sind nicht nur Weggefährten, sondern wirklich am Ende des Tages Freunde. Okay, cool. Und wie gefällt dir Berlin? Ist auch eine schöne Stadt. Okay. Ich komme aus dem Norden Deutschlands, ist immer ein bisschen schöner von dort. Wo? Aber, also Wolfsburg da. Wolfsburg, genau. Okay. Ah, da bist du auch aufgewachsen. Genau. Da viele auch zugezogen sind, hat sich hier eine große Gemeinschaft so aus der Arbeit herausgebildet. Ja, das glaube ich. Wenn natürlich einfach alle quasi unter demselben, in demselben Grund herkommen, ja. Ne, dann ist das. Ja. Oh. Oh, alles gut. Okay. Die groben Schrauben drüben beim Frank war noch mein Liebstes. Einen letzten versuche ich noch, aber dann möchte ich den Verkehr, glaube ich, nicht weiter aufhalten. Aber wenn ihr jetzt jemand neu anlernt, der muss genauso, also der beobachtet das und so weiter. Genau, und der muss dann im Normalfall würde ich dem 5 bis 10 Autos vorarbeiten, dass die Person einfach ein bisschen Zeit hat, sich das anzuschauen, wie ich das mache. Erkläre dann natürlich auch nochmal, wie jetzt auch dir einzeln, dass, wie man die 5 Schrauben ansetzt. Ist jetzt bei dir ein bisschen natürlich unter der Kompromisse ein bisschen schneller sein zu müssen fürs Video, aber wie gesagt, im Normalfall würde ich ein paar Autos vorarbeiten, dass die Person dann sich das mal anschauen kann in Ruhe und dann, learning by doing am Ende des Tages. So, weiß man jetzt schon, welchen wirtschaftlichen Schaden ich Tesla gemacht habe, indem ich das immer ein paar Sekunden aufhalte hier? Ja, ich glaube. Vielleicht war ja auch noch genug Puffer da hinten. Ich wollte gerade sagen. Man weiß es ja nicht so genau. Ich glaube, am Ende des Tages man verzeiht es und es wird bestimmt auch für heute einkalkuliert sein, dass 1-2 Autos weniger produziert werden müssen. Weniger. Ja. Ja, okay, aber du bist ja auch treffsicherer, wenn du das aufgesetzt hast und dann reingehst Klar. da. Okay, jetzt. Übung macht den Meister. So geht das, okay. Übung macht den Meister. Aber es sah schon gut aus. Für das erste Mal sah es schon sehr gut bei dir aus. Dadurch, dass wir auch so ein junges Team sind, ist das ganz cool, oder ein sehr gemischtes Team, dass jeder aus einer anderen Branche kommt, jeder einen anderen Kenntnisstand hat. Der eine hat zum Beispiel dann schon seit 10 Jahren in der Automobilbranche gearbeitet und hatte einfach Lust zu wechseln. Der andere ist ein Quereinsteiger und war vorher Gärtner. Also haben wir auch an der Linie die Leute, die Gärtner waren, Erzieher, die haben einen Lehrer gehabt hier. Also es ist wirklich unterschiedlich manchmal. Aus welchen Branchen, aus welchen Aspekten sie hier sind. Deswegen muss man Geduld bewahren und wie gesagt, bisschen handwerkliches Geschick. Genau. Adam, das war sehr spannend, einmal auch noch von dir deine auch. Geschichte zu hören. Danke dir. Und ich merke, ich muss, du hast es jetzt wieder in 27 Sekunden geschafft und ich schaffe es nicht mehr in 45. Aber vielleicht, wenn ich jetzt einmal das ruhig gemacht hätte, ohne noch gleichzeitig zuzuhören. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch mit dem Job hier. Ja. Vielen lieben Dank dir. Ich habe dir zu danken. War sehr spannend. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier, einen angenehmen Tag. Ich wünsche auch noch viel Spaß hier bei Genieß Tesla. Genieß es. Da ist es insane. Also ja, man wird man davon irgendwann satt, das alles die ganze Zeit so zu sehen. Und ich sage dir ganz offen und ehrlich, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Und es ist auch einfach der Fortschritt, es entwickelt sich hier immer weiter. Als ich hier anfing, sah das noch alles ganz anders aus. Die Prozesse waren noch nicht so ausgereift, wie sie jetzt sind. Es entwickelt sich. Man ist bei etwas dabei, was noch Großes schaffen kann für die Zukunft, weißt du? Und das macht, glaube ich, ein anderes Auto hier gebaut werden. Genau, ja. Habe ich gehört. Wollte ich gerade sagen, habe ich gehört. Munkelt man eventuell. Hat eventuell euer oberster Chef gesagt, wer weiß. Ja. Aber genau deswegen ist das echt interessant, hier zu arbeiten. Man sieht so gut wie jeden Tag was Neues. Cool. Super. Ja. Ich danke dir. Danke dir, Adam. Wünsche dir noch eine gute Reise hier. Danke. Ciao.
Abschließend tun wir unseren Tag hier an diesem ikonischen Punkt. Es war wirklich ein krasser Tag mit sehr, sehr, sehr vielen Eindrücken. Danke nochmal an Alberto und Adam, die ja, mir das alles am Band da erklärt haben. Es war unfassbar interessant, es war geile Eindrücke, auch an das ganze Team, Presseteam von Tesla hinter den Kulissen, die das möglich gemacht haben. Vielen Dank. Ich hätte es mir niemals vorstellen können, dass sowas möglich ist. Und ich muss jetzt einmal zur Seite hier, denn dieses wunderschöne schwarze Model Y verlässt das Band. Made in Germany, hier aus Berlin-Brandenburg. Und ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ihr konntet ein paar Eindrücke sammeln, wie das hier so abläuft. Und merken, was hier für ein Spirit ist. Also das hat mich selber sehr beeindruckt. Also die Leute sind motiviert. Es ist eine sehr lockere Arbeitsatmosphäre. Mir wurde immer wieder gesagt, wie cool es ist, dass man mit den Managern sprechen kann, dass wenn man irgendwelche Sachen optimieren möchte oder besser haben möchte, dass man das immer jemand ein offenes Ohr hat und auch Sachen umgesetzt werden. Und auch, ja, ihr habt das gehört von Alberto und Adam, die hier am Band ganz normal angefangen haben, jetzt Teamlead sind, eben diese Chancen, dass man eben auch dann mehr machen kann und wirklich viel entdecken kann. Also, ich habe an einem Tag wahnsinnig viele Eindrücke bekommen, die mich sicherlich noch ein paar Tage beschäftigen werden. Ich wäre motiviert, jetzt hier auch zu arbeiten. Also es ist wirklich cool, das Ganze zu sehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Insofern, ich sage danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.